Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Also, es tut mir leid, ich muss mich gerade mal ganz kurz sammeln. Ich weiß nicht, wenn es noch nicht umgeschrieben wurde. Ihr könnt es hier lesen. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll, also... GP immer noch gerade 7, ja, abgesunken, ist mir doch egal. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll, Leute, dass... Ja, ich weiß nicht, lass mich mal ganz kurz überlegen, wo ich anfange. Okay. Also wie gesagt, ich fange mal ganz von vorne an, warum. Ich hatte, also ihr werdet ja schon am Titel gesehen haben, das Ende von Brickforce. Zunächst einmal, ich weiß nicht, ob ich zu 100% aktiv gehe, ob ich das Spiel deinstallieren werde ich nicht. Aber ich werde jetzt für eine etwas längere Pause in Brickforce sorgen. Ich werde jetzt für etwas längere nicht mehr Brickforce on sein, beziehungsweise inaktiv gehen, weil zu den Gründen komme ich gleich. Erst einmal, es hat damit angefangen, ich habe einen 14-Tage-Bann zu bekommen. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich ihn zurecht bekommen habe. Also, ich habe ihn nicht grundlos bekommen, wie zum Beispiel Dunkel damals. Der Support macht nicht sehr oft Scheiße, aber damals hat er Scheiße gemacht. Egal, darauf will ich jetzt auch nicht genauer eingehen. Warum ich jemanden bekommen habe, Fakt ist jedenfalls, ich habe einen 14-Tage-Bann bekommen. Und in diesen 14 Tagen, als ich nicht Brickforce spielen konnte, ist mein Real Life aufgeblüht. Ich habe mich wieder mit meinem Kumpel seit einer Ewigkeit getroffen. Ich hab ein neues Spiel entdeckt, für das ich jetzt suchte, was mir mega Spaß macht. Und ich schwöre, es ist absolut cool. Monster Hunter 4 Ultimate, wer es kennt. Ich würde es gerne let's playen, kann ich aber nicht, da ich keine Capture Card hatte. Schade, Leute, sonst würde ich hier mega abgehen. Das kann ich euch versprechen. Dann weiter zu den Gründen, wie gesagt, mein Real Life ist aufgeblüht. Wie gesagt, und... nach 14 Tagen hatte ich kaum Lust anzukommen. Und na, nach diesen 14 Tagen zusätzlich muss ich an dieser Stelle mal ganz klar ein... Ja. Ein Rest in Peace Nick sagen. Nick, du hast mich 2 Jahre lang... Du warst, glaube ich, mit meinem längster Kumpel, den ich im Brickforce hatte. Nick, ich möchte dir für diese tollen 2 Jahre danken, falls du dieses Video siehst. Vielen, vielen Dank, dass du mich auf diesen 2 Jahren begleitet hast, dass du immer für mich da warst, wenn ich mal schlechte Laune hatte. Ich muss auch sagen, gut, dass ich immer für dich da war. Aber vielen Dank für die tollen Zombie-Stunden. Vielen Dank für die schönen Stunden, die ich mit dir zusammen im Brickforce haben durfte. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich diese tolle Zeit mit dir zusammen haben durfte. Es war eine schöne Zeit, es war eine der schönsten Zeiten, die ich jemals hatte. Brickforce war über 2 Jahre lang mein treuer Begleiter. Brickforce habe ich über 2 Jahre lang täglich mindestens 1 Stunde lang begleitet. Und dass ich dieses Video jetzt hier mache, glaubt mir Leute, ihr habt es am Anfang gemerkt, das Reden ist mir jetzt gerade am Anfang ziemlich, ziemlich schwer gefallen. Es fällt mir auch im Moment ziemlich schwer. Und ich weiß, wahrscheinlich würde es jetzt, wenn ich dieses Video rausgehauen habe, mit den Abos wahrscheinlich untergehen. Also von 300 Abos wird das jetzt sowieso wahrscheinlich auf 20, 10 runtergehen, höchstwahrscheinlich. Ich kann versprechen, es werden geile neue Projekte in der Zukunft kommen. Dafür, das schwöre ich euch. Unter anderem TTT oder Prop Hunt. Zwei absolut geile Spiele, die absolut Spaß machen. Ich sag's gleich, ich werde... Okay, Rest in Peace ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich möchte an dieser Stelle mal eins sagen, es wird höchstens noch 2-mal im Monat ein Video von Brickforce kommen. Meine Motivation für Brickforce ist momentan auf einem absoluten Nullpunkt. Ich bin gerade im Real Fun Training, ich gehe jetzt pumpen, ich gehe jetzt in Fitnessstudio, ich gehe 3-mal in der Woche, habe ich normales Training, ich trainiere für den Zehnkampf, da will ich bald mal wieder mitmachen. Ich bin ja, mein Bundesland, wo ich mit dabei bin, bin ich weit mit vorne dabei beim Zehnkampf, muss ich mal ganz klar sagen. Ich habe Freunde, mit denen ich mich treffen will. Ich habe andere Games, die ich zocken will. Brickforce hat in meinem jetzigen Leben einfach keinen Platz mehr. Irgendwann werde ich vielleicht mal den Jump'n'Run-Modus euch mal vorstellen, warum der so geil ist und alles. Ob der scheiße, ob der geil ist, was noch an neuen Bugs reingekommen ist. Und jetzt erstmal generell auch zu den Gründen, warum ich inaktiv gegangen bin. Gehen wir jetzt mal auf Modus Zombie, den ich spielen will. Was gibt es denn? Undead, eine Kackmap. Gravity von Poland, Zombie 2.0 und Zombie 2.0. 4 Zombie-Maps, die der letzte Rotz sind, ja? Gehen wir mal auf normale Maps. Assault, okay. BE Bazaar, okay. Boeing auch, alles klar. Dusty geht eigentlich. Fast XP geht schon weiter. Gravity, absoluter Scheiß. Rockscape, gut. Einmal eine gute Map, The Bridge, dann hier unten. XP, okay, Ausnahme. Normalerweise ist ja alles voll mit XP und allen Kack-Maps. Da kann man nicht ordentlich spielen.
Dazu die Community hier, Dolph, Spam, irgendwas. Wenn ich in den Raum reingehe, werde ich zugenäht von 12-jährigen Kiddies, die sich dann auch noch cool fühlen. Okay, ich steige mich in etwas rein. Okay. Läuft wieder. Also, tut mir leid, Leute, das Gesamtpaket im Rickforce ist zurzeit, beziehungsweise seit einer längeren Zeit, für mich untragbar gewesen. Ich habe noch probiert, weiterzuspielen, aber es ist momentan einfach nicht für mich möglich. Ich möchte hiermit sagen, Rest in Peace Grad 7 mit 8.827.474 XP. Als ich damals Rickforce angefangen habe, hätte ich nie auch nur im Ansatz gedacht, dass ich jemals so ein hohes Level und so einen Rang erreichen werde. Moment bitte. An dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an alle Leute, die mich auf diesen 2 Jahren begleitet haben, die diese, nicht mal 2 Jahre, 2,5 Jahren, ich habe kurz vor Weihnachten 2012 angefangen, die diese 2,5 Jahre zu einer der schönsten Zeit meines gesamten Lebens gemacht haben. Okay, mein Real Life hat extrem drunter gelitten, ich habe schlecht in den Arbeiten abgestimmt. Guckt mal, es ist jetzt kein Witz, ich weiß, es kommt jetzt scheiße rüber, aber normalerweise Klassenarbeit, Mathe, 5 und 5, ich habe jetzt nicht mehr Brickforce gespielt, letzte Klasse habe ich geschrieben, aber seitdem ich Brickforce nicht mehr gespielt habe, ist eine 2 plus geworden. Ich weiß zwar nicht, ob das miteinander zusammenhängt, aber naja. Gut, nochmal an den Clan Zomkings. Nochmal, wie gesagt, ich bin ja Step, ich nehme jetzt mal hier keinen an oder generell irgendetwas, ich will jetzt nichts Falsches machen. Nur nach mehr als einem Jahr, dasselbe trifft auf mich zu, es sind bei mir 2 Jahre, Easy und GP, beziehungsweise generell Nick. Nick und GP, ich muss einfach sagen, schöne Zeit mit dir und ich würde sogar sagen, auch wenn das Spiel gerade echt für mich scheiße ist, ich wäre nicht inaktiv gegangen, wenn nicht inaktiv gegangen ist. Ich habe es immer gesagt, das habe ich zwar außerhalb der Cam gesagt, außerhalb der Videos, außerhalb meiner Motivation. Sobald, ich habe nur noch einen einzigen Freund gehabt, das habe ich auch in den Videos gesagt. Und ich glaube, das habe ich sogar einmal gesagt. Wenn der inaktiv geht, dann werde ich auch inaktiv gehen. Das Video wird wahrscheinlich sowieso die schlechteste Bewertung von allen haben, aber die juckt mich jetzt ganz ehrlich nicht. Tut mir leid, Leute. Ich bin jetzt fürs Erste mit Brickforce durch. Falls ich irgendwann mal wieder Bock auf das Spiel habe und nochmal völlig von vorne starten werde, wahrscheinlich dann als mit der XP, bis da mich jemand überholt. Puh, das wird dauern. Wahrscheinlich wieder als Grad 7er, wirklich von vorne. Vielleicht kriege ich Happy dazu, dass der wieder mitspielt. Beziehungsweise Easy. Easy hat ja einen Permaban. Happy hat ja einen Permaban. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen halt wirklich ein bisschen die Worte. Es ist einfach, 2,5 Jahre hat mich dieses Spiel begleitet. Über 2,5 Jahre habe ich ins Spiel geraged. Schöne Zeiten gehabt. Nochmal eine letzte Grüße an meinen alten Clan, jetziges High Aim. Damals jetzt diese Mannschaft High Aim. Mein damaliger Clan White Shark. Alles hat ein Ende. Auch Jesse hat es erkannt. Gruß an dich, Jesse. Vielen Dank für eine schöne Zeit in White Shark. Für mich die schönste Zeit meines Lebens, auch mit den White Shark. White Shark war Beste. Auch Zomkings, danke an dich, Easy, noch ein letztes Mal. Und ich würde sagen, vielen Dank. Wir sehen uns bei neuen Projekten, bei neuen Let's Plays wieder. Und vielleicht auch irgendwann mal wieder zu einer Zombie-Runde, zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Aber jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Rest in Peace. GP 3050. Vielen Dank fürs Schauen des Videos. Vielen Dank fürs Verstehen. Vielen Dank fürs nicht direkt runterhaten beim Titel. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns bei neuen geilen Projekten wieder. TTT oder irgendwelchen anderen Projekten. Propant, irgendetwas. Bis dann. Haut rein. Auf Wiedersehen. Ciao.